Ja, hallo und herzlich willkommen. Seid gegrüßt auf meinem Kanal, zu einem kleinen kurzen Jahresabschlussvideo. Und dann dachte ich mir, was machst du denn da? Spielst du irgendein Spiel oder so? Ich dachte, wir gehen auf meinen Kanal und gucken, was wir dieses Jahr so verbrochen haben. Mal fertigstellen, Playlist hier erscheinen soll. So, ist das neu, ne? Handy. Inhalt empfehlen. Wähle ein Video oder eine Playlist aus, die hier erscheinen soll. Okay, das mache ich dann nachher mal. Okay, ja. Was haben wir denn? Ja, gut. Wir sind angefangen. Muss ich mal hier zu meinen Videos gehen. Was denn so dieses Jahr geschafft haben oder auch nicht. Mein Livestream. Ich habe 2 Teststreams gemacht. War jedes Mal allein mit mir. So. Also technisch scheint das zu funktionieren. Eben halt nur mit den Gästen scheitert das. So. Ja, Videoladen muss ich jetzt noch weiter so mit Blick. Ich bin hier 12 Monate. Ich bin ja nicht voll, ne? 3 Monate. Ich muss mehr laden. Noch weiter zurück. Noch mal was haben wir das? 8 Monaten. 9 Monate mehr laden. So, da haben wir 12 Monate, ne? 11 Monate, 11 Monate mehr laden. So, 11 Monate, 11 Monate, 11 Monate. Hat es noch viel? So. Okay. Was haben wir denn jetzt? So. Das war es nicht noch davor, das Jahr? Ich glaube, so mit den Zeitangaben ist nicht mehr so ganz richtig, oder? Vor ein Jahr, so. Ich müsste dann das. Ja, das war das Video von 2017, 2018. Ja, steht es ja auch. 17, 18, ne? Machen wir mal an. Gucken, was da war. Habt ihr auch. Da wahrscheinlich hier meine Kraftwelt, ne? Genau. Jo, Freunde, Weihnachtszeit ist um, das Jahr ist um. Und wir verlassen das Weihnachtsdorf für ein Jahr. Ciao, Weihnachtsdorf. Genau, das war. Das wird auch hier passieren. Wir werden das Weihnachtsdorf auch verlassen, aber ich werde dazu kein Video machen. Ich werde es einfach tun. Oder? Ja, mache ich dafür kein Video jetzt extra. So. Alles klar. Ich muss mal wieder zurückblättern. Was ist das denn hier? Achso, da kann ich wieder. R1 zurück. So. Alles klar, dann machen wir wieder alles weg. Da oben ist Gedöse, braucht ihr alles nicht sehen. Ist langweilig. So, okay, das war. Das ist ja schon wieder ganz nach vorne gesprungen. Ach, wie kacke. Das wird uns noch ziemlich belasten, glaube ich. Aber wir müssen gut, wir müssen ja auch nicht alles angucken. So ein paar Kleinigkeiten. Ich möchte auch mich eigentlich nur so verabschieden von euch, von allen wenigen Zuschauern, die ich habe. Ja, für dieses Jahr natürlich. Nächstes Jahr wird es natürlich wieder neue, alte Bekannte zu sehen geben. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch wirklich, ob das weiter wöchentlich bleibt, dass ich einen Film online stelle, oder dann doch eher 2 Wochen oder monatlich, weil ich mich auf andere Videoprojekte konzentriere. Muss ich mal sehen. Weil ich bin jetzt wieder voll mehr auf der Seite meines Familienchannels, was eben halt mehr Filme rund um die Familie gibt. Und weniger um Gamen hier in diesem Sinne. Andersrum habe ich ja noch so viele Sachen zu machen, die ich machen wollte und auch machen möchte, wie hier zum Beispiel DSA Solo Abenteuer nochmal mit euch und vielleicht nochmal eine DSA Runde hinzubekommen. Das ist allerdings sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das klappt. Ja, die Musik ist ja super nervig gerade. Aber gut.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Vor ein Jahr. Das war der Weihnachtsjahr, genau. Und dann haben wir hier nochmal Sims 3 Weihnachten. Habe ich da was gemacht? Das kann ich nicht. Da muss ich erstmal wieder. So. Und hinterher springen. Muss ich hinterher springen? Ah ja, genau. Ja klar, haben wir hier dekoriert weihnachtlich und so. Das habe ich dieses Jahr mir geschenkt. Jo. Herzlich willkommen und einen schönen vierten Advent und heiligen Abend. Ja. Ja. Das habe ich jetzt schon, das heute schon. Nee, gar nicht war heute, ab das jetzt. Ja, letztes Jahr war es ja genau. Das war auf einen. Das hatte ich schon bei Sims. Das war jetzt hier auf. Moment, das kommt mir was zu hier. So, YouTube habe ich auch einen Channel. Das kann auch bleiben. Das muss auch bleiben. So, da habe ich noch so ein paar Projekte an Arbeit. So, dann machen sie weg. So, was haben wir denn noch? Das war also Sims 3, war zu Weihnachten. Ja, Sims 3. Sind wir jetzt stehen geblieben? Vor ein Jahr. Alles vor ein Jahr. Sims. Minecraft. Land runter. Da waren wir noch beschäftigt mit dem Ausbau des Anbaus. Ausbau des Anbaus. Gutes Wortspiel. Ne, gucken wir, wie weit sind wir da? In der Woche dürfen wir ja nicht spielen. Genau. Steinkloppen, naja. Ehrlich. Einfach mal ausmachen, ne? Okay, da sind wir wunderbar an Steinkloppen, alles klar. Ja, da haben wir noch ordentlich was zu tun, nicht wahr? Grafik ist so verwaschen, ist das, Achso, das ist auch runtergeschaltet, warum? Oh, hier war voll HD hier. So. Jo. Das war. Wann war das? Das war jetzt ein Datum. Das war am 2.2. Das war schon Februar. Das war der Februar. Dann hatten wir auch Age of Empire gespielt. Ach, jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich Idiot. Soll schön sein. Thomas. Ja. Mission, Kampagne hatte ich gespielt, genau. Warum habe ich das eigentlich nicht weitergemacht? Verstehe ich nicht. Nicht ganz schlecht. So. Na gut, muss man über ein Jahr sehen, ne? 39 Euro über das ganze Jahr, aber okay. Aber das sollte ich unbedingt weitermachen, glaube ich, ne? Ich weiß noch nicht, wo ich stehen geblieben bin. Müsste man vielleicht die Videos noch so sehen. Das haben wir natürlich alles hier vergeigt wieder, ne? Und, genau, sonst. Das kam dann hinzu, glaube ich, dieses, in dem Jahr. In diesem Jahr, oder? Waren wir davor schon Age of Empires gespielt? Sollen wir da runter schauen? Schauen wir mal. Haben wir vorher schon Age of Empires gespielt? Ne, sieht nicht so aus. Also hier reichliche Videos, die ihr gucken müssen. Hier Dominikon, oh Gott, das hat mich sehr geärgert. Das hat oft Spaß gemacht, aber hat dann auch oft die Nerven geraubt. Mich hat das Spiel teilweise echt genervt. Also mit seinen komischen Fehlern. Und dann ist man in diesem Story-Modus, wo es eigentlich ganz leicht sein soll, wo man einfach nur die Story erleben kann. Und kann man die Story nicht erleben, weil die Gegner episch schwer sind, obwohl das auf leicht steht. Auf extrem leicht. Also das hat mich sehr geärgert. So, dann habe ich auch mal eine Runde hier ein bisschen rumgeschossen. Counter-Strike, ne? Gut, ich bin da nicht der Held bei Counter-Strike, ich bin eine ziemliche Lusche. Kann man gar nicht glauben, dass ich in einem Clan war. Aber irgendwie habe ich nicht viel gelernt. Ne? Ja. Achso, ihr könnt auch so nebenbei hier so am Rand sehen, wissen, was mich so interessiert. Natürlich habe ich ja noch andere Let's Player und so, die ich mal auch gucke. Ich weiß, was mit der da drin ist, weiß ich jetzt nicht. Aber was mich sehr interessiert, sind solche Sachen zum Beispiel hier.
Mal die Werbung ablaufen lassen. So, verspringen. So, hier. Solche Sachen interessieren mich. Das ist einfach geil. Alte Computer. Alte Computer, alte Spielkonsole. Das finde ich irgendwie geil. Ja, und dieser, dieser Lazy, der macht das ganz gut. Ist natürlich in Englisch. Haben wir noch gar nicht geguckt, dieses Video. Das soll ich mir auch noch vormerken. Er hat irgendwie, kommt er an ganz an alte Modelle, die noch original, also neu verpackt oder so, ne? Verpackt sind dran. Ich weiß nicht, wie er das macht. Da bin ich ein bisschen neidisch, weil ich musste mit diesen alten Grütz-Computern hier mich abkämpfen, die ich bei eBay ersteige. Und die dann teilweise auch viel zu teuer sind. Zuletzt hatte ich ein Notebook ersteigert. Für 10 Euro war schon eigentlich super Schnäppchen. Aber der Gute hat vergessen zu erwähnen, dass er da ein Getränk drin rausgegossen hat. Das hat er gar nicht erwähnt. Er hat nur Defekien gesagt, hat ein Foto gezeigt, dass das Ding rangeht. Ja. Das war echt ekelhaft. Ja. Der Computer ging natürlich beim ersten Mal nicht an. Ich habe ihn dann erstmal auseinandergebaut. Die CPU von der vertrockneten Kühlpaste gereinigt und die Lüfter freigemacht. Die waren total zugemauert. Da war eine dicke Schicht dran. Es war auch noch ein Raucherhaushalt, ist auch noch verklebt. Also das war echt ekelhaft. Ja, das habe ich dann alles sauber machen müssen. Und dann eben halt unter der Tastatur habe ich dann gesehen, oh toll, super, der hat dann auch noch Cola reingegossen. Ist glücklicherweise nicht nach weiter unten durchgelaufen, sondern ist unter der Tastatur hängen geblieben. Ja gut, das habe ich dann auch noch sauber machen müssen. Das war auch super ekel. Das roch dann auch entsprechend nett, weil das wahrscheinlich schon sehr lange darunter lag. Ja, und danach ging der Computer wieder. Ich hatte einen netten privaten Einblick bei den netten Menschen, der diesen Computer vorbesetzt hat. Ich habe es natürlich alles gelöscht. Ich habe das Ding platt gemacht. Und ja, das will ich mal sehen, dass ich da auch, ich habe jetzt Windows 7 immer noch drauf, aber da, das ist eigentlich ein XP-Rechner gewesen mal und da soll auch XP wieder rauf. Mal gucken, ob ich das, die richtigen Treiber dazu kriege. Ich habe mir mal so eine Treiber-CD-Sammlung, eine CD voller Treiber mir bestellt. Mal gucken, ob das dabei ist. Noch mehrere tausend Treiber drauf, eine DVD. Ja, gucken wir mal. Ach, eine schöne IBM-Tastatur, geil. Die Werbung weg. Das ist so cool. So, also sowas finde ich super geil. Also so mal alte Computer und so, das interessiert mich sehr. Ja. Ja. Wenn man so eine alte Kiste loswerden will und so und nicht unbedingt in die Tonne schmeißen, kann sie auch gerne in meine Richtung schmeißen. So, ich nehme es gerne. Ja, am liebsten hätte ich natürlich gerne so Amiga, Amiga 500, fehlt mir noch C64, den alten Original-Brotkasten, der wäre auch geil. Ja, ich hab mir den Mini geholt. Ja. Ja, heute will ich noch gleich noch ein Firmware-Update noch machen drauf. Das werde ich auch gleich tun. So, wir haben dann Suso, gerade bei Reto, ne? Hier, wenn wir das so sehen, was ich gerne noch hätte, wäre eben halt hier, was man hier auch gerade sieht, hier diese Atari. Ach, was ich auch noch machen will. Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Habe ich gar nicht mehr geschafft. Die Amiga, die Atari 2600 Spiele. Ich habe ja nur die Atari-Konsolen durchgespielt. Die habe ich vergessen. Dafür muss ich mich mal entschuldigen. Das habe ich nicht mehr geschafft. Na, und ehrlich gesagt, wie ihr seht hier, keine Ahnung von solchen Sachen, das blockiert dann auch so ein bisschen. Ne? Also das reizt dann nicht. Obwohl ich die Videos kurz gehalten habe, eigentlich nur damit man das sieht. Ich meine, das ist doch nicht uninteressant. Das muss doch für jeden Alter irgendwie interessant sein, so ein Video zu sehen, wie es denn eins mal war. Ja, welchen... Ja, was ist mal, sind die Eltern aufgewachsen oder schon mittlerweile Großeltern? Ja, bei einigen. So, naja, gut, aber wie gesagt, mir hat das trotzdem Spaß gemacht. Ich habe da nachher dann, als ich festgestellt habe, die Aufrufe sind bei Null, habe ich sie dann alle gleichzeitig, alle samt auf einmal, deswegen schon überall 6 Monate, online gestellt und nicht nacheinander mehr. Weil das macht keinen Sinn mehr, weil die dann eben halt, weil ich monatelang keine Aufrufe gehabt und ich wollte wenigstens 1, 2 Aufrufe haben oder 5. Ja, das ist übrigens, hier kann man auch so wunderbar sehen, die Umstellung von das YouTube-System. Da springt auf einmal von, ja, ich hatte immer sonst um die 10 Aufrufe und dann ging es abwärts auf 3, 2, 1, 0, ne? So. Also ich werde auch wahrscheinlich auch von keinem gefunden. Außer die wenigen, die mich in die
ihre Abos haben und ja auch die Glocke aktiviert haben, weil sonst gibt es auch keinen Hinweis dafür, keine Aufrufe hier auch hier. Minecraft, wo Minecraft auch eigentlich immer geguckt wird. Es war immer interessant, Minecraft zu gucken. Ich gucke auch von ganz unbekannten Minecraft. Guck einfach gerne zu, wie die da bauen und was sie dazu sagen. Ne? Ja, Sea of Thieves habe ich dieses Jahr begonnen. Auch ein nettes Spiel. Macht Spaß. Ne? Aber nur mit Kumpeln. Ne? Also alleine losziehen, ja, kann man machen. Ist aber noch nicht so der Hit. Ne? Bin ich hier alleine unterwegs? Muss ich schauen. Ja, hier ist natürlich alleine unterwegs. Alles klar. Ja, deswegen auch die kleine Schaluppe. Ja. Aber trotzdem hat es trotzdem immer Spaß. Das Spiel macht Spaß. Kann ich ganz sagen. Ne, ist natürlich, ja, storytechnisch haben sie ein bisschen geschlampt. Da ist noch was Handlungsbedarf. Die haben ja schon ein bisschen mittlerweile so einige Updates gemacht und haben es ein bisschen interessanter gemacht. Aber da kann noch ein bisschen was passieren. Dann, ja, Sims 4 habe ich die Lefouet, glaube ich, begonnen. Das war, glaube ich, dieses Jahr begonnen mit Lefouet. Haben eine neue Familie. Bin ich der Meinung, dass ich dieses Jahr begonnen habe. Ja, ja, das kleine freche Mädchen, das andere in den Wahnsinn treibt. Ja, ja, genau, hier ist ja, das war das mal nur angezogen. Die Folge, ja, Folge lang nur Klamottenmodeling hier, da, genau, hier ist sie nochmal. Ja. So. So, oh, hat sie so ein paar Freunde empfangen. Okay, ja, das war eben Sims 4, Lefouet. Dann haben wir noch die normale Sims mit Tim und Ben. Was Tim und Ben? Bin ich sicher. So, bei einigen habe ich, glaube ich, irgendwo einen Namen für Dreher gehabt, irgendwie das vertauscht. Weil ich habe irgendwo noch Sims oder dann die Leute so und so heißen und dann vertauscht das manchmal bei der Namensgebung. Es kann durchaus sein, dass ich das hier vertauscht habe. Tim und Ben, jetzt hat sich Tim und Ben. Ihr könnt das da in den, da in den Kommentaren schreiben, weil das sehe ich ja hier oben in den Kommentaren. Kommt irgendwo, wollen wir das sehen? Naja, ich kriege einen Hinweis darauf. Ich glaube hier oben. Kommentare. Irgendwo, das sieht man dann da. Ich auch manchmal durch und gucke, ob ich da Kommentare habe und so. Ne? Und Submerge habe ich begonnen dieses Jahr. Werde ich versuchen, nächstes Jahr weiterzumachen. Dann habe ich hier Freedom Fall einmal angezockt für euch. Ja, ich habe auch noch nicht alles freigeschaltet. Es gibt noch einige Filme, die noch nicht freigeschaltet sind. Ach, die Filme sind noch gar nicht freigeschaltet. Ach, die habt ihr noch gar nicht gesehen. Die sind noch gar nicht freigeschaltet. Die vor einem Monat gemacht. Das sind jetzt neue. Ah ja, alles klar. Die auch noch nicht freigeschaltet. Okay. Da haben die noch nicht freigeschaltet. Was ist denn da los? Klar, weil ich ja diese Zeit nur Weihnachtsfilme mache. Da komme ich ja gar nicht dazu, die normalen Filme laufen zu lassen. Oder kaum noch. Stimmt. Naja. Die kommen alle noch. Die seht ihr alle im nächsten Jahr. Das sind Folgen fürs nächste Jahr noch. Es läuft, es läuft. Es geht voran. Achso, hier bei der Folgennummer hier. Submerge 4 wäre eigentlich 3. 3 war eigentlich ein Filmschnipsel, der Reichen gehörte. Ja. Alles klar. Das wollte ich euch nochmal sagen. Ne? Und so, wir das die richtigen Bilder. Jetzt die Musikordner. Daten, Bilder. Bilder, Bilder. Ein schönes Abschiedsbild für euch haben, ne? Oder Video. Ah, aber mal gerne Video, 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 Video. Genau, und hier ist das der Video. 3:04 Party. Das Party-Video ist doch schöner, ne? Ah, der ist auch nur das. Aber mehr braucht man nicht zu sagen, oder? Das passt einfach. Also, habt euch wohl. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und ja. Kommentiert zwischendurch meine Filme auch mal einfach. Einfach zu sagen, was, was ihr anders haben wollt vielleicht, was ihr versuchen könnte. Und oder was ihr sehen wollt, was ich vielleicht mal unbedingt anspielen sollte. Spielempfehlung, weil ich bin immer auf der Suche nach guten Spielen und ja, wenn man dann halt
ganzen Tag arbeite, hat man dann nur wenig Zeit, sich zu informieren. Also mir bleibt dann auch nur immer diese YouTube-Sendung von Giga und Games. Dann hast du gesehen hier, PC Games, ne? Ja, alles klar. Naja, gut. Ja, das war's eigentlich schon. Das Jahr wird heute zu Ende gehen. Jetzt ist 2.16 Uhr, 31. Dezember. Und ich werde den Film gleich hochladen. Und ja, verabschiede mich damit für dieses Jahr. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Alles klar. Habt euch wohl. Gamet ordentlich. Und ja, guckt meine Filme. Und empfehlt sie weiter. Ich brauche mehr Aufrufe. Das geht gar nicht. So, mehr als 5 Aufrufe wäre schon mal sehr wünschenswert. Alles klar. Man gibt sich schon mit Kleinigkeiten zufrieden. So ist das Leben immer. Naja. Zum Glück ist das nicht wirtschaftlich. Aus wirtschaftlichen Gründen brauche ich hier mit YouTube, sondern einfach nur Spaß habe damit. So. Alles klar. Habt ihr wohl. Bis dann. Euer Jockel. Ciao.